Hey, Tyler? I've been looking all over the place for you. Are you all right? Yeah, I'm fine. Whoa, whoa. Hey, let's get you off your feet, okay? Come on. Listen, if you want to be alone, I'll go. But if there's anything you need to get off your chest, I won't snitch. You saw Allison? How is she? Yeah. I went back to check on her this morning. She was in a pretty bad way. Whatever went on between you two, it wrecked her. Look, I don't want to drag you into this. Well, I'm already in it, and you look like hell, so... I just got a lot on my mind. Well, I know one thing that's good for that. As a wise man once said, fishing is the cure to the wounds of the heart. Okay, aber was mir eingefallen ist noch bei dem Dachboden, ne? Erstmal, ich war doch überrascht gewesen, weil habe ich jetzt erstmal nicht kommen sehen, aber wenn man sich mal überlegt, der wurde ja eigentlich schon angeteasert in der letzten Folge von dem zweiten Kapitel, beziehungsweise in diesem kleinen Endsegment. Ja. Mehr wollte ich dazu eigentlich nicht sagen. Aber war jetzt nicht so dramatisch. Und das, was du, ich weiß, alles so negativ. Fische. I don't know. Come on, we're burning daylight. Let's go. Where are we gonna go? Why go anywhere when we have a perfectly frozen lake right here? Ice fishing in November? Yeah. It got cold way fast this year. Climate change. That shit's gonna kill us. But hey, fish first. You can walk behind me if you're afraid, though. You're actually serious. I am a very serious man, Tyler. Let's go. We still have to get everything out of the car. Stage is set. It's showtime. Whenever you're ready. You sure you don't want to go? Nah. Look, no way I'm gonna rob you of your first catch in your own backyard. All right. Ganz ehrlich, das wäre nichts für mich. Angeln ist generell nichts für mich. Ich finde das irgendwie zu... Ich weiß nicht, ich habe da gerade keine Ruhe für. I'm so gonna miss this. Miss what? Just hanging out and fishing and... You know, I'm not gonna have a lot of time after you move to Juneau with school and the JCE and everything. Right. So did any of the people you came up with at Fireweed land in Juneau? Oh, I'm not sure. Once they left, I never really kept in touch. Really? Some of them were straight up awesome, but we just weren't that close, you know? None of them really got, like, family? I mean, I guess I got pretty tight with my counselor, Aaron, but I already have a family. Well, there's a reason we think of families as trees. They keep on sprouting new branches and... Hey, I think I've got a bite. You got this. Reel him in. Oh nein. Okay, mal gucken. Mal gucken, ich werde es verkacken, ich weiß es jetzt schon. Come on, pull up on the rod. Reel him okay. in. Okay. Ah,
Now give it a nice pull. Okay, gut, das geht. Das geht. Come on, toll. Pull up on the rod. Ich habe es mir schwieriger vorgestellt, aber ich habe gedacht, dass so ist wie beim letzten Mal, dass ich das halt viel zu spät kapiere, um vernünftig, um alles hinzukriegen. Got it. Bravo. First of many. Pace yourself. It's a marathon, not a sprint. Thanks, Sensei. Oh, hey, did you want to make solid plans to hit the buzzard hole? The river might ice over soon, so we shouldn't wait too long. Yeah, sure. Sweet. I was planning to go Saturday. I'll pick you up on the way out. Cool. I'll set my alarm to ass crack of dawn. Okay. Okay. Aber ich stelle mir das Angeln halt wirklich immer noch. Weiß ich nicht. So, ice fishing. I mean, yeah. What isn't there to like about standing in the middle of a frozen lake? Das schon, das Gefühl, mal rüber zu latschen. Ich hätte wahrscheinlich übel Schiss, dass ich einbreche. Aber sich da hinsetzen und gemütlich. Vielleicht kommst du auch drauf an, wer mit dabei ist. This whole fancy bag just for ice fishing? You don't mix and match. Ever. Jeez, you don't mess around, do you? Told you earlier. I'm a very serious man. Ja, das merke ich jetzt auch. Oh, da beißt was an. Dann holen wir uns noch einen. So, schwieriger. Also kommt mir ja im ersten Moment so vor, so ist die Position zu halten. Aber den kriegen wir, den kriegen wir. Wenn das natürlich der Blaubereich noch kleiner wird, dann wird es schwierig. Okay. Okay. How about them apples? Nice job. So, you weren't all talk. Impressed? I only see two fish in my cooler. For now. Warte. So you gonna tell me what's in the cooler, or what? I could tell you. Or I could watch you squirm a bit longer. Ugh. You're a terrible person. You know that? You betcha. So, what are you gonna make with what we catch? Hey, you got me figured out. Slice of fresh fish, topped with garlic, pesto, walnuts, just a drop of olive oil. Pure perfection. As my partner in crime, you're entitled to a cut. Works for me, partner. So, about last night. I don't know what Allison said, but from my side, well, I thought we were on the same page. But it turns out, we weren't. Hey, so don't tell her I told you, but last week your sister was almost unbearable. She was jumping up and down with excitement at you coming back. Really? You better believe it. Look, the last time you saw each other, you were kids. Just because things have changed doesn't mean you can't work it out. Glaube ich ihr. Aber es ist halt blöd, wenn man das nicht im Vorfeld irgendwie klarstellt, weil sie hat sie mir nicht direkt, also ich, damit meine ich wirklich direkt sagen, ne? Und ich, er müsste das merken, nicht nach der langen Zeit, auch wenn es Zwillinge sind. Ist halt ein bisschen doof gelaufen, ne? Aber bei ihr ist es halt so ein Verdrängungsding, deswegen, ich bin mal gespannt, wie es am Ende aussehen wird. Was die Wahrheit hinter der ganzen Geschichte ist, oder was, naja, vielleicht die Szene komplett, wie es passiert ist, weil wir haben ja jetzt zwei Möglichkeiten gesehen. Die erste scheint eigentlich eher nicht zu stimmen, die zweite ist ja eher weggelaufen. Deswegen mal gucken, was da kommt. Aber ich denke mal, bei ihm ist es wirklich herauszufinden, wie die Mutter war und was, warum sie so war und sowas. Und bei ihr ist es halt eher das Verdrängen wegen der Tat. Und sie hat ja auch nie Hilfe, dass sie da irgendwie drüber reden konnte. Ne? Und er schon, aber das hatte ja schon Ewigkeiten oder sehr oft erwähnt gehabt. Ich bin aber trotzdem mal gespannt, wie es am Ende dann wirklich gewesen ist. Ne? So, warte mal, was hatten wir jetzt hier? Die Dinge haben sich geändert, aber das heißt nicht, dass ihr nicht daran arbeiten könnt. Das stimmt eigentlich. Ich habe sie zu sehr bedrängt. Wir sind zu weit. Ja, wir haben es halt drauf angelegt, ne? Weil wir davon ausgegangen sind, dass man auch dasselbe ist, obwohl. Oder wir dasselbe Ziel haben. Obwohl sie, glaube ich, auch gesagt hatte, nein, eher. Wir sollten es eher lassen. Aber. Ja. Ja.
I know. It's probably my fault. I really pushed her last night. I just don't get why she always has to run away from everything. You blame her? Avoiding the problem doesn't make it go away. She's so fixated on selling the house. It's like she's trying to bury the past. All of it. Even the good parts. Look, I'm not picking sides here. Okay, but she's been murder house girl ever since it happened. Now she's got a chance to put it behind her. Start fresh. Shit, I'd be pretty eager too. Kann ich verstehen, aber ich kann halt auch seine Seite verstehen, dass hier die Sachen wegschieben und halt auch das mit dem Haus verkaufen und sowas. Das kann schon funktionieren, aber das ist so eine Methode, sage ich mal, wo ich mir mal denke, ich stecke da halt nicht drin, aber wo ich mir gut vorstellen kann, dass das bloß so eine Lösung auf Zeit ist. Und dass es sie vielleicht irgendwann einholt, auch wenn sie nicht da ist. Weißt du? Vielleicht gerade so, wenn es in die, naja, mehr oder weniger letzten Jahre geht, ne? Dass man dann schon am Ende doch mal, doch irgendwie das nochmal wissen will. Also zumindest denke ich mir das so. Ich bin da jetzt nicht in dem Thema drin oder sowas, deswegen sind das alles nur Mutmaßungen. Aber ich kann es halt bloß von meinem Gefühl jetzt aus sagen, dass ich mir gut vorstellen kann, dass das halt bloß eine Lösung auf Zeit ist, dass man eine gewisse Zeit Ruhe hat, dass das, wenn man sich damit aber nicht irgendwie auseinandersetzt, dass ihn das irgendwann wieder einholt. Darüber habe ich nicht wirklich nachgedacht. Ich war das Kind. Das ist ja nur, ja. Ich meine, ich war das Kind, das seine Mutter tötete. Naja, stimmt ja nicht wirklich. Und ganz ehrlich, ich will Michael nicht unbedingt anlügen. Ich weiß nicht warum, aber er kommt halt so wie die Vertrauensperson für uns, also für Tyler, rüber, der man auch sich, nicht verschließen sollte. Ist ja gleich das gleiche ungefähr wie bei Allison und Eddie. Mal gucken. I guess I didn't really think about that. I've been so focused on my own shit. It's been hard, you know? Figuring out how to live out here. You mean outside of Fireweed? Yeah. When I first got there, all I could think about was getting out. It felt like a cage. But after a while, it started to feel more like a shell. I figured out who I was in there. But now, I've got to work out how to be that person out here. Well, if it makes you feel any better, none of us really know what we're doing. Like, shit may look bleak now, but your sister's never gonna give up on you. And you can lean on me too, if you want. Just be careful, okay? Got a bad left shoulder. I'll keep it in mind. Thanks for listening. Don't mention it. Don't you say anything. I got that. Okay. Dritte Runde, ich schätze mal, das ist doch der letzte Fisch, den will ich auch gerne haben. Na komm schon. Hallo? Ich versuche es in der Mitte zu halten, er will aber irgendwie nicht. Der kann dauern. Ah, vielleicht doch nicht, ich weiß nicht, also das ist komisch. Ja. Ich wollte gerade sagen, eben müssen wir bestimmt noch. Easy. Oh. Whoa. Bam. 3 out of 3. Well played. I got nothing. That was clean. Huh. I'm a little disappointed. Can I ask you something kind of weird and maybe hard to answer? Weird and kind of hard to answer my jam. What's up? How'd you know you were ready to trust anyone enough to put yourself out there? Okay. Yeah, that is a hard question. Told you. There's not really two ways about it. You gotta be willing to take a hit. Look, I stopped listening to the entire indie folk genre just because I was dumped at a show once.
But I put myself back out there, just like everyone who's ever gotten their heart stomped on. Because when you meet someone who really sees you, you don't have to pretend anymore. Stimmt. Stimmt wohl, aber ich glaube, das ist halt wirklich eher so ein Gefühlsding, dass es da nicht irgendwie einen Zeitpunkt gibt oder so und das halt auch bei vielen verschiedenen Sachen. Das ist halt ein Feeling-Ding. Und ja, man kann dann verletzt werden und enttäuscht werden. Es ist aber, glaube ich, ich will nicht sagen, man muss immer wieder riskieren, aber vielleicht braucht man dann halt ein bisschen länger Zeit oder so bei gewissen Sachen und auch Personen. Es lohnt sich aber auch, wenn man schon mal schlechte Erfahrungen damit gemacht hat, will ich, glaube ich, damit sagen. Sich trotzdem darauf einzulassen, auch wenn die Gefahr besteht, wieder irgendwie, ne, verletzt zu werden. Dass doch die Möglichkeit, dass da was echt Geiles draus wird, und damit meine ich jetzt nicht beziehungsmäßig oder irgendwie sowas, sondern eher freundschaftlich, glaube ich, ist da doch, sollte da überwiegen. Damit lässt sich nicht streiten. And you're still interested in being that someone? Even after all the shit that's happened? Hey, I've got baggage too. I think it's worth a chance. Don't you? I think we're in total agreement here. Yeah? Yeah. I get this feeling like I could say or do anything with you, and it'd be cool. I feel safe. You are. Because your sister would kill me if I did you dirty. Yeah, she would. So, doesn't look like you're catching anything with that. You want me to show you how it's done? Go for it. You're missing the show. You okay? So, yeah. Yes, one way to put it. Hey, Allie. I think I'll just show myself out. Okay, call me later? You know I will. Sorry for interrupting. No, it's totally fine. We were done anyway. Catch anything? Mostly ice, but yeah. Tyler, I'm sorry for freaking out yesterday. All of this, it's just been really hard on me. Don't apologize. I was being an asshole. We should have never pushed you that hard. Come here. Why did I miss you so much? It's only been a day. I've been told I have that effect on people. You dumb dumb.
Okay, so I need to show you something. What? You're kind of weirding me out. Can we sit down for a sec? So, what is it? I was just at Sam's. He's not our father. How do you know? I asked him, point blank. Wieso kommt er jetzt mit der Brandstiftung? Weil ihre Beweggründe, ihn zu fragen, waren, glaube ich, andere und nicht da Verweise verbrennen oder so. Brandstiftung passt nicht zu ihm. Also sind da davon ausgegangen, dass das jetzt der Vater oder was war, der die Brandstiftung begangen hat, ne? Aber die Beweggründe, also so kam es mir jetzt so vor, Allisons Beweggründe waren, aber welche anderen, ihn zu fragen, ob es der Vater war, nicht die Brandstiftung. Deswegen. I'm not surprised. Burning down the barn didn't really seem like a Sam move. Yeah, I guess it was silly to suspect him in the first place. He'd never hurt Marianne's kids. There's something else. Look at this. This was taken in 1992 when Marianne first moved to Delos Crossing. See that ladder? Sam told me the barn has a loft. He helped her build it. Apparently she never told anyone about it. And it's still there? As far as he knows, yeah. What do you think? Should we give it a shot? We've come this far. And a hidden loft? That's got secret shit written all over it. Let's go. So ist aber, ich finde es aber jetzt trotzdem immer noch komisch. Also entweder habe ich da eine Wissenslücke oder habe halt jetzt was verpeilt oder das Spiel hat eine kleine Logiklücke, weil, wie gesagt, von meiner Seite aus, ihre Beweggründe zu Sam zu gehen waren eher, naja, wegen der Sache mit dem, mit dem Klarkommen herausfinden, wer der Vater ist. Also eher emotionale Sache und nicht hier das, was hier passiert ist. Also mit der Brandstiftung, deswegen ist es, bevor ich jetzt Ewigkeiten wieder draußen rumrenne und hier das Ding suche, ich meine, ich habe ein paar Kapitel 1 vergessen, hier fehlt jetzt auch noch eins, dann ist es so. Dann ist es so. Achso, wir suchen, warte mal, ne, wir suchen jetzt das Dings, ne, na, die Falltür, oder? Kann ich zoomen? Ne, zoomen kann ich nicht, aber er steht auf jeden Fall am Anfang, ne? Bei dem. Also, warte mal. Wenn das hier ist, ich möchte nämlich sagen. The handle should be behind this. Da war zwar eine Zange gewesen, aber das war halt ein gut markierter Ort eigentlich, oder der einzigste. Ach, das war keine Zange. It's opening up. The secret keeper always did store all the best secrets in the clouds. Yep. Come on, let's find a way to climb up there. Okay, gut, das ist, also wenn es halt wirklich komplett eingerastet ist, yo. Ne, ist schwierig zu erkennen, aber der Boppel da dran, ich weiß nicht, also. Gut, wie oft geht man in seine Garage und guckt an die Decke? Das wird jetzt nicht so oft der Fall sein, besonders wenn hier ein Haufen Gerumpel ist und man eigentlich bloß jeden Tag hier ist und aufräumen will. Aber. Liegt vielleicht auch bloß daran, wenn man weiß, wo es ist, dann fällt es vielleicht eher auf. Ja, trotzdem komisch. Außerdem hier hatten wir schon unser Sammelding. Gut. Aber mal ganz ehrlich, müsste man das nicht von draußen sehen? Ich meine, das ist so groß wie der. Die Garage an sich von der Höhe her. Can you see anything? Nope, nada. Here, found a switch. Huh.
Holy shit. Well, that shaved a few years off my life. Whoa. Story. Look, she left us something. It's got a combination lock with letters. Do you think she hid the code somewhere in all this? Knowing Mary Ann, probably. Well, you want to do this? Yeah, let's start here. Also, okay, das, oh Gott. Okay, das Buch der Kobolde wird auf jeden Fall nochmal sehr wichtig jetzt hier werden. Die Sache ist, also, bei aller Liebe, ne? Man sieht ja die Deckenhöhe und man kann sich noch daran erinnern, vielleicht wie die Deckenhöhe unten war, das war doppelt so hoch. Das sollte man schon sehen, dass es hier noch mehr gibt. Und das sollte schon auffällig sein. Ich meine, ich habe es jetzt auch nicht im Blick gehabt, ich habe da auch nie drauf geachtet. Vielleicht haben sie es auch extra so gemacht, dass man es nicht sieht. Also, dass es aussieht wie eine normale Scheune und vielleicht so wie so ein kleiner Dachboden. Das ist aber ein großer Dachboden. Das sollte, besonders wenn man hier vielleicht aufgewachsen ist, schon, ne? Aber eigentlich, wenn ich mir überlege, dass wir wahrscheinlich, dass die beiden hier als Kinder auch oben waren. Vielleicht zu einer Zeit, wo sie sich gar nicht mehr daran erinnern können, weil es noch ein bisschen früher war. Vielleicht auch unbewusst, vielleicht bloß einmal, weil sie hier, weil sie es doch rausgefunden haben und dann, also wollten nochmal die gucken, haben es gesehen, fanden das total toll, Mutter wollte das aber nicht, verboten jemals dahin und über die nächsten Jahre vielleicht in Vergessenheit geraten. Jetzt wissen wir aber, wo er daherkommt. Recognize this? Yeah, it's from the story where the goblins tricked the Mad Hunter. It looks like it, but it's different, right? Can you check the book? Okay, warte. Warte, ich dachte, wir müssen erstmal bei dem... Also das Schloss will ich auf jeden Fall, auch wenn da vielleicht bloß eine geschnitzte Figur drin ist. Wir haben hier einiges an Rätseln. It seems like it's not doing anything. Maybe it's broken? Or maybe we just need to solve the puzzles in order. We're not done with the other one yet. Oh mein Gott. Oh, okay. Das wird... Warte. It looks like that little piece should move, but it's stuck. Okay, ich habe mir jetzt gerade überlegt von wegen, okay, also das ist eine Sache, die kann dauern. Ich habe jetzt überlegt, okay, mache ich jetzt noch weiter oder nicht? Ich will es halt mit den Längen der Folge nicht übertreiben. Und das kann halt wirklich dauern. Das kann... Abstellen? Oh nee. Back in your pond, Big Frog. Oh. There you go, Stalwart Moose. We'll let the mangy muskrat have ich weiß, wir brauchen das nicht, mit Sicherheit nicht. In the forest, für die eigentliche Geschichte. Aber wenn ich mal überlege... Oder wir brauchen nicht alle, ne? The Secret Keeper. Hiding secrets in the clouds. Das sind aber zu wenig. Oder? Warte mal kurz. Das muss ich am Ende nochmal gucken. Wir haben 2, 4, 6, 8, 10. Ne? Also man muss nicht alles finden. Wir müssen aber 7 finden. Und 10 hab ich. Okay, gut, ich hab nichts gesagt. Scheiß. Crafty goblins go here. Hätte ich es mal wie bei Life is Strange gemacht und hätte die Folge nochmal, die Episode nochmal angefangen. Ich meine, so lange geht's ja nicht. Und hätte einfach meine Entscheidung nochmal wiederholt. That's the pious pelican spot. Ach, Mann. The wise princess goes in the big wooden house, of course.
Und ich glaube, zeitlich passt das. Also, wir müssen auch den letzten finden, bevor wir hier hochgehen. So viel ist klar. Also, denke ich mal. Ich glaube nicht, dass ich jetzt nochmal hoch kann. Ich hätte aber gerne gesehen, ob das irgendwas auslöst oder nicht. Und das Blöde ist, mir fehlt, glaube ich, auch einfach die Zeit. Mir fehlt, glaube ich, auch einfach die Zeit, das jetzt nochmal hinzubiegen. Oder was heißt hinzubiegen, das nochmal vielleicht mit reinzuschneiden oder so. I don't get this one. What's the deal with the tiara? No clue. Princess never wore a tiara in any of the drawings Marianne did with us. Außer Mary Andy hätte doch ein wunderbares Märchenwunderland selber, also nicht selber bauen können, aber so die Geschichte dahinter, auch so mit kleinen Rätseln für Kinder und sowas, so mehr erlebnismäßig, ne? Da wäre sowieso, glaube Do you ich, have sehr gut any idea what the aufgegangen. code might be? No. So we should probably see if Marianne hid anything before we go trying to guess. Okay. Naja, das Ding ist, wir haben bloß drei Sachen, ne? Okay, wir haben hier drei. Hier haben wir auch nochmal drei oder bloß die großen in der Mitte. Dass wir das lösen müssen und das lösen müssen, um das lösen zu können. Auf der anderen Seite genau dasselbe. Und hier muss ich halt nachlesen. Das Ding ist, das wird relativ lange dauern. Und wie gesagt, ich will es nicht übertreiben. Und wir hatten ja eigentlich schon in der Folge eine recht schöne Geschichte mit Tyler und, ich wollte gerade sagen, Sam. Michael. Deswegen würde ich sagen, das machen wir morgen. Also morgen, es kann sein, wenn ich lange brauche, dass es viel gibt und es halt eine kleine Rätselfolge gibt. Aber da ist das Spiel halt nun mal so. Ne? Mal gucken, vielleicht habe ich auch Glück und kann es relativ zügig lösen. Und es wird mit Sicherheit auch wieder gelesen aus dem Kobold-Buch. Ne? Also sage ich schon mal vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann morgen zur Rätselfolge wieder. Also bis denn.